Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir packen mal unser Titan hier rein. Kupfererz habe ich anscheinend nicht. Gold- und Tischkorallenprobe. Ich glaube, Kupfer können wir vergessen. Haben wir doch auch, aber ich habe keine Tischkorallenprobe mehr wahrscheinlich, ne? Nee. Kann ich die hier einpflanzen? Ich meine, die ist doch grün, oder? Ja, die ist grün. Oh, wir können für Essen sorgen. Inaktiv. Das können wir ändern hier, bitteschön. So, wie geht's den Tierchen? Sind sie schon geschlüpft? Nee. Aber ich finde es ganz cool, in meinen eigenen Räumlichkeiten Tierchen zu haben. Vor allem der da wird mich interessieren. Mit den Stacheln. Ich kann mir schon denken, wer daraus schlüpft. Und der da interessiert mich, der Kleine. Weil der auffällig ist. Sehr auffällig. So, Tischkorallenprobe kriegen wir auch noch hin, ne? Also müssen wir kurz raus. Nicht weiter schlimm. Uns fehlt es jetzt übrigens auch an Ressourcen. Ja, ich hasse es, wenn das passiert, ne? Nun gut. Und schon ist es nicht mehr faulig. Interessant. Aber leider... muss ich den jetzt zerstückeln. Auch wenn ich das Essen gebrauchen hätte können. Kann man sich nicht ducken? Gut, dann brauche ich euch nicht mehr. Inaktiv? Ich hab doch gerade was reingeschleudert. Oder geht das so schnell leer? Er wirkt anscheinend nicht so gut. Na gut, dann kann ich es auch wegwerfen. Haut reinbiegen, Pflanzensamen. Vielleicht kriege ich noch ein, zwei Fischis hier zusammen. Nee, ihr seid 2D. Euch kann ich bestimmt nicht essen. Ah, suchen wir uns was zu essen. Komm hier, Mann! Keine Ahnung, warum ich mir so einen Stress mache. Du bist unnötig. Ah, ich kann ihn irgendwo gegenschleudern. Ah. Ich glaube, den haben wir getötet. Okay, das reicht schon. Bin schon glücklich. Das läuft echt gut. Jetzt werden die Samen für immer darum schleudern, verdammt. Ich dachte, die fließen wenigstens runter. Ich vergaß, wie einfach es jetzt ist, Fische zu sammeln. Pökeln werde ich die auch nicht. Weil wir haben jetzt unsere Melonendinger. Das dürfte eigentlich reichen. Und unterwegs haben wir immer noch unser Messer. Ich glaube, der war froh. Vital signs stabilizing. Oh, es lief besser als gedacht. Ich weiß, was ich mit dem Fisch mache. Ich tue ihn auch hier rein. Das ist mein erster Fisch, der dann hier rumschwimmt. Ja, ist auch noch mein Liebling. Ach, schön.
Guckt ihn euch an, wie er denkt, dass er rauskommt. Du wirst nicht rauskommen. Niemand wird rauskommen. Und du wirst essen für die Fische. Wollte ich nur mal gesagt haben. Tschu. Ja, apropos, wie essen die überhaupt? Ja, die werden zwar verdaut, aber der ist inaktiv. Naja, gut. Wächst und gedeiht. Soll ich euch jetzt schon kaputt machen? Offensichtlich nicht. Ja gut, next step. Wir haben hier noch ein bisschen Gold, das können wir direkt einpflanzen. Tischkorallenprobe. Ja, guck mal, die Samen sind weg. Fließen sie also doch runter. So. Tischkorallen. Ihr wart das nicht. Hass. Purer Hass. Bist du eine Tischkoralle? Ich glaube nicht, ne? Eine Scheibenkoralle. Du bist nur eine olle Scheibenkoralle. Da. Tischkoralle. Habe ich auch noch nicht gescannt. Muss ich auch nochmal machen. So. Nehmen wir mal alles mit, falls wir wieder was brauchen. Oh, ich würde sagen, das läuft echt super. Nachrichten wollten wir anhören, stimmt. Da war ja was. Suizidfische, wie ich sie hasse. So. Ich muss ab und zu gucken. Ich bin neugierig, was da rauskommt. Ah, schön. Magnetit haben wir auch, ne? Stimmt. So, dann brauchen wir das Ding hier. Legen die Tischkorallenproben mal weg. Nehmen die hier mit. Schon aktiv? Wieso bist du jetzt aktiv? Check ich nicht. Mal ein bisschen vollfüllen hier mit Dingen, die wir nicht brauchen. So, Kameradrohne brauchen wir keinen weiteren. Scannerraum, Sichtfeldchip. Überträgt Scannerraum an die Sichtfeldanzeige. Ja, Computerchip und Magnetit, okay. Reichweite-Modul, okay, und Magnetit wieder mal. Machen wir zweimal Magnetit, einen Computerchip. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht so einfach hin. Wieso habe ich keine Tischkorallenproben mehr, oder was? Ach, die habe ich hier reingelegt, ne? Und schon sind die wieder weg. Geile Nummer. Zwei von denen brauche ich. Gold und, ach, Kupfer. Ja, gut. Begeben wir uns mal auf die Suche nach Kupfer.
Er kann ja nicht so schwer sein, Kupfer hier zu finden, ne? Wir müssen mehr von diesem Billigzeug sammeln. Eine schöne Höhle wäre auch ganz nice. Da würde ich am meisten wahrscheinlich finden. Ha! Wunden. Ach, meine Lieblingsviecher. Okay. Nicht mal in Ruhe irgendwas erforschen kann man hier, ey. Och, Leute. So, für meinen Bioreaktor ein bisschen was sammeln. Scheiße. Sollte nicht zu viel zu lang. Ne. Definitiv nicht. Kupfer. Sehr schön. Das Ei habe ich noch nicht abgelegt. Ich glaube, das Ei haben wir drin. Gibt's hier echt nichts? Ach Leute, ich brauche doch Kupfer. Was ist denn los? Seid nicht so gierig. Ich finde hier echt nix, ne? Schrecklich. Wo gibt's die ganzen Höhlensysteme? Ich dachte, da kann man gut sammeln. Das Einzige, was man da machen kann, ist sterben. Ach, Gottes Willen. Da werde ich niemals mein Zeug zusammenkriegen, wenn ich die ganze Zeit weglaufen muss vor den Dingern. Ah ja, ich habe jetzt einen richtig guten Anzug, ne? Also rein theoretisch können die mir nichts. Es ist Diamant. Das brauche ich nicht. Ach stimmt, da war ja was. Muss ja ab und zu noch irgendwie Luft holen, ne? so. Werd langsam müde. Muss langsam meine Aufnahmesession hier beenden. 3 Kupfer haben wir jetzt. Es ist nicht viel. 2, 3 würde ich gerne noch finden. Seegleiter. Ah, jetzt finde ich den überall, ne? Weiß nicht mehr ernst. Und hier gibt es kaum Material. Ein bisschen verwunderlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich den alles schon, dass ich das alles schon eingesammelt habe. Aha! Hatte so viel Kupfer, ne? Alles weggeschleudert, alles. Na, jetzt habe ich den Salat, jetzt kann ich wieder suchen. Weil theoretisch müsste ich in die große Röhre. Seegleiter, ich. Ihr habt den ewig gesucht.
2% Energie. Aber ein Kupfer würde ich gerne schon haben. Ich bin ja auch so schnell genug, ne? Dass ich nicht sterbe. Ein Kupfer, komm schon, Spiel. Da ist was, da ist was. Oh, das sieht kupfermäßig aus. Blei. Silberherz. Gold? Gold. Knuddelfischei entdeckt? Was? Wo stand da? Ach, die sind geschlüpft. Ja, tut mir ruhig weh, aber ich brauche das hier. Kupfererz, danke. Wie sie auf mich Sachen schleudern. Ja gut. Auf den Rückweg. Begeben wir uns auf den Rückweg. Ich muss hier kurz Sauerstoff holen. Knuddelfisch, das ist der Kleine. Der Klubschi. Ist das die Insel, die da verdeckt wird? Kann das sein? Dann heißt das, dass da hinten vielleicht auch eine Insel ist. Wer weiß. Kracherfisch entdeckt. Ich muss nach Hause. Ich muss meine Fischis sehen. Meine kleinen Babys. Wie gesagt, ich denke nicht, dass die erwachsen werden. Die werden wahrscheinlich für immer klein bleiben. Ansonsten, da ist nicht genug Platz. Stell dir vor, da wächst ein Leviathan auf. Weißt du? Das wär's noch. Aber ich hätte gerne dieses Leviathan-Ei gehabt und das da reingelegt. Das wäre cool gewesen. Aber naja, hören wir uns jetzt wirklich die Aufzeichnung an. Jetzt haben wir so viel Zeit verschwendet, nur um Kupfer zu sammeln. Wenn wir das nächste Mal an solchen Vorkommen vorbeikommen, an diesen billigen, an diesen hellen, länglichen, einsammeln. Ganz wichtig. Nach Hause. Haha. Ich habe wahrscheinlich keinen Platz, ne? Bioreaktor. Erst Fischis angucken, erst Fischis angucken. Du denn? Knuddelfisch? Ja. Du bist der Typ, der gerne explodiert, ne? Kracherfisch, ja. Dann bin ich gespannt, was aus dem anderen wächst. Das Ding. I'm watching you. Apropos, ich habe noch ein Ei, das ich hier hinlegen möchte. Wie heißt du? Kreaturenei. Ich könnte mehr von diesen Knuddelfischen da reintun, aber weshalb sollte ich das tun? Ah, wir haben jetzt neue Kameras dazu bekommen. Hm, klar. So, Reichweitenmodul. So.
Dann als nächstes Scannerraum Sichtfeldchip. Das wäre definitiv von Vorteil, wenn wir Kupfer suchen. So, Computerchip, ne? Kupferdraht. Ich muss sagen, nach dem Sturz ist mein Kopf immer noch so ein bisschen betäubt. Deswegen fühlt sich das immer seltsam an, wenn man eine Mütze auf hat. Deswegen kratze ich mich auch ab und zu, damit ich wieder Gefühl reinkriege. Damit das Ganze wieder ein bisschen durchblutet wird. Also nicht wundern, wenn ich hier ab und zu seltsame Sachen mache. So. Habe ich den Computerchip nicht gebaut? Ah, ich habe den Kupferdraht gebaut. So. Rein theoretisch könnte ich jetzt die Reichweite nochmal erhöhen, weil Beschleunigung brauche ich nicht unbedingt. Dauert es halt ein bisschen länger, aber Hauptsache mehr sehen. So. Hallo, Chip? Ach, den habe ich bei mir eingepflanzt. Oh. Okay, was können wir denn suchen? Guck mal eine an. Was bist du eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber dann würde ich sagen, packen wir nochmal zweimal Reichweite rein, oder? Gelsack. Heißes Gebiet. Teilschrotz, Lithium. Oh, ich kann endlich Sachen finden. Griffrücken, Wrack. Ja, was gibt's denn hier so für Wracks in der Nähe? Ich sehe ehrlich gesagt nichts hier. Schwimmen wir doch einfach mal darüber. Weißt du, das Wrack kenne ich. Ich glaube, das Wrack kennen wir. Kann ja nicht so ergreifend sein. Es ist das Ding hier um die Ecke, ne? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Bin ich umgefallen? Habe ich irgendwas gestoßen? Was war das denn für eine Aktion? Das ist schon die Kackbratze hier. Ja, das ist das Wrack, was wir kennen. Aber wir können mal kurz reingucken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Wer weiß. Tisch, aber ich glaube nicht, dass ich den holen kann. Hier ist nichts. Ich weiß nicht, wieso angezeigt wird, wenn ich ihn gelootet habe. Naja. Das ist auch das einzige Wrack, was mir angezeigt wird. Naja. Mehr können wir nicht suchen. Gibt's Bohrarmfragmente. Datenbox. Was war noch da? Chelikeraptops? Achso, das ist hier Hans-Dieter, ne? Ist der Kackbratze. Tatsächlich, ich habe da was vergessen, deswegen wird es mir angezeigt. Na gut, lassen wir ihn scannen. Für Reichweite brauche ich wahrscheinlich mehr Kupfer, ne? Ja. Aber ich will auf jeden Fall mehr Reichweite haben. Ach, wir brauchen nur Magnetit. Wie viel Kupfer habe ich noch am Start? Ein. Okay, gut. Das reicht mir. Noch ein Reichweitenmodul, das ist doch noch nicht schlecht.
Zwei sind da hinten. Wie ich das nicht gesehen habe. So. Go, mehr Reichweite. Okay, dann als nächstes. Fische sind keine mehr geschlüpft, ne? Aus dem haben sie die... Oh. Aus denen haben sie die Predators da gemacht. So, dann müssen wir uns hier nochmal drum kümmern. Damit wir später noch ein bisschen was zu essen haben. Oh, passt perfekt rein. Dann holen wir uns nochmal kurz was zu trinken ab. So. Holen hier nochmal alles ab. Kein Platz mehr. So, lassen das Salz wieder ins Meer frei. Ihr seid frei. Freiheit für Salz. So, dann tun wir hier das rein. Wie mir alle Ressourcen plötzlich flöten gegangen sind. Guckt euch an, alles leer. Crazy shit. Oh, Sandhai, Schockwels. Oh, wir haben sie. Was gucke ich denn da rein? Okay, jetzt lohnt sich das wenigstens nochmal zu den Eiern zu gehen. Guck mal! Die Miniaturausgabe. Können wir hier alle Fischarten quasi reintun. Na, Glubschi. Werdet ihr alle... Oh, Säure, Kapsel, Mantai und Pirscherei. Da ist der Pirscher. Ach, cool. Sind da noch die Eiüberreste drinne? Da. Die Eiüberreste. Krass. Krieg ich einen Stromschlag von dir? Schockwelts einsammeln. Kann ich die dann quasi freilassen und die werden dann meine Haustiere? Das wäre mal interessant. Aber gut. Freunde, unsere Zeit ist leider schon wieder um. Ja. Traurig, aber wahr. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gehen wir da runter und holen uns die Datenfragmente. Das ist doch ein Plan. Und wir haben uns die Aufzeichnung wieder nicht angehört. Komm, wir hören uns erstmal die Aufzeichnung an. Aber morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.